Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und ich erzähle euch mit heiserer Stimme gerne was über eine neue Garnele. Oder, nein, ist keine neue Garnele. Über die Garnele, die sich ganz nach oben in unsere Cleaning Crew Must-Have-Liste gearbeitet hat. Und zwar geht es heute um die Sulawesi Inlandsgarnele oder Caridina parepareensis, wem die lateinischen Namen lieber sind. Ne? Ist eine super unscheinbare, extra kleine Zwerggarnele. Ich würde sagen, 1,5 bis maximal 2,5 cm kommen da auf euch zu. Also wirklich ein Knilch. Aber die haben es in sich. Die sind so transparent, manchmal mit so ein bisschen grauer Zeichnung. Uns ist aufgefallen, das hängt so ein wenig von den Wasserparametern ab. Bei sauren Konditionen zeigen sie ein bisschen mehr Pigmentierung, also ein bisschen mehr Streifen bzw. Flecken. Und bei härterer Kondition sind die Tiere zunehmend transparenter. Wie der Name schon sagt, Sulawesi, also dort bei Indonesien, sind so auf der Südseite der Sulawesi-Insel zu finden, sind dort auch relativ weit verbreitet. Im Aquarium sind es super dankbare Bewohner. Wie so viele Zwerggarnelen haben sie den fortgeschrittenen Fortpflanzungstyp. Das heißt, die Weibchen tragen die Eier mit sich rum, so lange bis die Garnelen fertig entwickelt sind. Und die Tiere, die schlüpfen, sind zwar winzig klein, aber bereits fertig entwickelte Garnelen. Und das hat für euch einen riesen Vorteil. Die Jungtiere sind nämlich super unkompliziert, weil sie eben schon voll entwickelt sind. Die müssen nur noch wachsen, ansonsten haben sie von Anfang an alles, was eine Garnele so braucht und hat. Wie bei den meisten Garnelen ist es auch bei den Sulawesi Inlandsgarnelen so, dass die Weibchen ein bisschen größer sind, ein bisschen voluminöser sind und auch ein bisschen stärker pigmentiert. Also bei Garnelen ist es irgendwie so üblich, dass die Mädels die Hübschen sind und die Männchen die Knilche und die nicht ganz so hübschen Tiere. Auch bei den Caridina parepareensis würde ich immer eine Gruppe bevorzugen. Absolute Mindestgruppe sind 5 Tiere. Empfehlen kann ich euch immer 10 oder mehr. Das geht auch schon in sehr kleinen Aquarien, also auch in so einem 30er Cube könnt ihr ohne Stress Garnelen halten. Besser sind natürlich immer größere Aquarien. Eh schon wissen, große Aquarien machen großen Spaß. Jetzt kommt der Punkt mit den Wasserwerten. Da tue ich mir mittlerweile ein bisschen schwer, weil man liest im Internet ziemlich viel, aber wir haben auch schon viel probiert, muss man sagen. Und die Sulawesi Inlandsgarnele hat sich bei uns als unbesiegbar herausgestellt. Also die geht in sehr kühlem Wasser, 12, 13, 14 Grad, zeigen die Tiere schon gute Aktivität, vermehren sich normal, natürlich bewegen sie sich ein bisschen langsamer, aber an sich zeigen sie ganz normales Verhalten und das geht rauf bis 30 Grad, also wirklich erstaunlich große Temperaturspanne. Und das gleiche gilt auch für die Wasserhärte und für den pH-Wert. Sehr saures Wasser, gar kein Problem, sehr hartes Wasser, gar kein Problem. Das gleiche pH-Wert, ob der oben oder unten ist, ist ihnen ziemlich egal. Super anpassungsfähige Garnelen. Das heißt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Solange es flüssig ist, sind die Garnelen einverstanden. Die haben auch einen weiteren Vorteil. Durch ihre Tarnfarbe, durch ihr Camouflage sind sie wirklich gut getarnt, auch gegen Fressfeinde. Also jetzt auch so wie hier. Wir haben Schmetterlingsbuntbarsche, die ja mittlerweile wirklich stattlich sind. Und gerade hat er versucht, eine zu jagen. Und die Garnelen haben gar keinen Stress, sich im Aquarium richtig üppig zu vermehren. Wahnsinnig gute Vermehrungsrate, also ich kann euch die als Cleaning Crew in eurem Aquascape nur wärmstens empfehlen. Wir kombinieren sie immer mit den Amano-Garnelen, weil die Amano-Garnelen einfach mehr Greifpower haben und die Algen auch zerteilen können. Aber die Sulawesi Inlandsgarnele ist später einfach super effizient, weil sie sehr viele werden. Zum Thema Ernährung würde ich sagen, die Garnelen würde ich nur dann zufüttern, wenn ihr keine Fische im Aquarium habt. Denn immer wenn ihr Fische im Aquarium pflegt, können die Garnelen Fischkot fressen oder auch ganz einfach Futterreste, die runterfallen, die die Fische nicht erwischt haben. Wenn ihr die Garnelen alleine haltet, dann ist natürlich ein passendes Garnelenfutter als Hauptnahrung zu empfehlen. Aber im Gesellschaftsaquarium, so wie hier, füttern wir die Garnelen nicht zu. Das Einzige, was hier zum Einsatz kommt, ist ein Mineralpulver. Wir verwenden dabei das Mironekoton-Mineral einmal die Woche beim Wasserwechsel. Das funktioniert wirklich einwandfrei. Alles in allem muss ich sagen, die Sulawesi Inlandsgarnele ist mittlerweile in unserer Galerie
fast schon Pflicht geworden, weil sie für uns viele Vorteile mitbringen. Sie sind einerseits sehr dezent im Aquarium, das finde ich immer ein Riesenvorteil. Andererseits sind sie super effiziente Algenkiller, weil sie sich sehr zügig vermehren können. Sie akzeptieren praktisch alle Wasserwerte, was auch echt eine tolle Sache ist. Und wenn man sie sich ganz genau anschaut, sind sie wunderschön. Also alles in allem müsst ihr euch jetzt so wie sie Inlandsgarnelen kaufen, würde ich sagen. Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr was vergessen habt oder ihr noch Fragen habt, lasst mich wissen unten in den Kommentaren. Den Kanal abonnieren wäre noch eine feine Sache. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.